Moin Moin, Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Tasting Video auf meinem Kanal. Ich bin Euser Violet und freue mich, dass du wieder mit dabei bist. Tja, heute habe ich einen ganz besonderen Whisky auf dem Tisch, also für mich auf jeden Fall einen ganz besonderen Whisky. Wie ihr schon seht, einen Octomore, und zwar den Octomore 13.3. So. Das war ein Geburtstagsgeschenk von meiner Familie. An der Stelle auch nochmal hier im Video. Vielen lieben Dank, mein Schatz. Ich habe mich riesig gefreut. Und ja, ich war wirklich total platt. Aber lange Rede, kurzer Unsinn, kommen wir auch schon zum Wesentlichen. Tja, wie immer in meinen Videos, ein paar Worte zur Brennerei. Die Octomore Brennerei. Ja, wann ist die gegründet? Was ist das für eine Brennerei? Und zwar ist Octomore eigentlich gar keine eigene Brennerei. Nein, doch. Nein, Octomore ist eigentlich Bruichladdich. So, ich habe allerdings schon mal vor einem Jahr ungefähr ein Octomore verkostet. Das war, glaube ich, die 12.1. Schaut einfach dort rein, wenn ihr ein paar mehr Infos zur Brennerei haben wollt. Ich gehe da jetzt nicht so weit drauf ein, sonst wiederhole ich mich ständig. Und diesmal habe ich auch ein paar Notizen gemacht, weil ich mir das einfach nicht alles merken kann. Tja, Bruichladdich, gegründet 1881, also ist schon so ein bisschen mittelalt, nicht so ganz alt, nicht so ganz jung. Liegt am Rande des Loch Indal, am Ostufer des Rins, am westlichen Ausläufer der Insel Eila. Ja, also wer jetzt einen Kompass und eine Karte hat, kann da jetzt auf jeden Fall hinfahren. Ein schöner Fakt dazu ist, dass als Haupt- oder als Brennmeister Jim McEwan oder Evan, ich bin eigentlich so gut in der Aussprache, gewonnen werden konnte. Das ist nämlich der ehemalige Distiller bei Bowmore. Also vorher war der bei Bowmore, jetzt ist er bei Bruichladdich. Tja, die Hauptbrennerei-Distille, wie schon dreimal erwähnt, ist eben Bruichladdich. Die könnte man kennen. Hier haben wir eine Beispielflasche an dieser ikonischen Beispielflasche, die man bestimmt schon einige Male im Regal stehen sehen hat, beim Whiskyhändler des Vertrauens. Den habe ich auch schon mal vorgestellt, wen das interessiert. Und Bruichladdich ist ja schon eine der bekannteren, größeren Marken. Wer gerne Whisky trinkt, hatte den bestimmt schon mal im Glas. Und Bruichladdich hat unter anderem noch zwei weitere Abfüllungen. Nicht unter anderem, sondern hat zwei weitere Abfüllungen. Das ist einmal eben der. Mal gucken, ich stelle den jetzt erstmal kurz hier davor. Und dann habe ich auch schon mal vorgestellt, der Port Charlotte. Tja, und dann als drittes eben den Octomore. Was hat es nun mit dem Octomore auf sich? Warum ist das Bruichladdich? Also Bruichladdich ist die Hauptbrennerei. Port Charlotte ist dann quasi nochmal so eine rauchige Abfüllung, die in der Nähe von Port Charlotte, das ist da auch irgendwie so ein Hafen oder so, ich habe mir das jetzt nicht ganz gemerkt, aber guckt da einfach nochmal in das Video rein, da bin ich nochmal näher drauf eingegangen. Genau, das kommt von dort und das ist jetzt die rauchige Abfüllung. Genau, das liegt ungefähr, ich glaube, bei so 40 ppm, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, ja, so um die 40 ppm. Und dann gibt es noch den Octomore. Und der Octomore wiederum, der lagert in der ehemaligen oder auch in einer Farm, die früher mal eine Octomore-Brennerei war. Ja, und hat den Ruf, der rauchigste Whisky der Welt zu sein. Genau, auf jeden Fall gab es da wohl mal 1816 die Octomore Brennerei in der Nähe von Port Charlotte. Und die haben da eben auf so einem Farmgelände gebrannt. Die ist dann jedoch 1852 wieder eingestampft worden. Also die gab es dann nicht mehr. Und Bruichladdich wollte dann halt einen rauchigen Whisky machen, einen noch rauchigeren Whisky, haben dann eben diese Farm wieder angefragt, dort ein Lagergebäude hingebaut. Und dort, wo früher die Octomore-Brennerei war, lagert jetzt einfach nur der Bruichladdich, also der extrem rauchige Bruichladdich, unter dem Namen Octomore. So. So viel dazu. Ein schöner Fakt ist auch noch so der Bruichladdich-Distille, den erzähle ich jetzt auch einfach nochmal mit, dass sie wirklich sehr traditionell noch herstellen. Das heißt, die haben noch aus viktorianischen Zeiten Anlagen gehabt und als dann Bruichladdich renoviert wurde, als die neu aufgebaut haben, haben die einfach alles, was da drinnen stand aus der Zeit oder ein Großteil oder das meiste, was da drinnen stand aus der Zeit, alles abgebaut, die Rohrleitungen, die Brennanlagen, alles, was da so da war, haben das dann alles renoviert und haben das von irgendwelchen Ingenieuren, die sich damit auskennen oder dann wieder damit auskennen mussten, haben die alles wieder originalgetreu aufgebaut
ein bisschen General überholt und damit brennen die jetzt neu. Und dann wurde das ganze Ding für insgesamt 58 Millionen Pfund verkauft. So, das muss ich erstmal überlegen. Und zwar genau am 23. Juli 2012 wurde das von Rémy Chantreux gekauft für die eben 58 Millionen. So viel aber mal zur trockenen Materie der Brennerei. Um die beiden Whiskys geht es heute nicht. Heute konzentrieren wir uns gänzlich auf den Octomore. Octomore wird hergestellt bzw. ist auf dem Markt seit 2002. Ja, die bringt davon immer mehrere Abfüllungen raus. Das heißt, die bringen jährlich davon eine Abfüllung raus in circa drei oder durchschnittlich immer so drei Versionen. Ja, 2002 ist die erste rausgekommen bzw. wurde die erste gebrannt und ist 2008 in den Handel gekommen. Und damals lag der Phenolgehalt, also das, was immer mit ppm angegeben wird, Parts per Million, also wie viele Partikel auf eine Million kommt. Das ist für alle, die es nicht wissen, eben dieser Rauchgehalt, eben, der damit angegeben wird. Und der erste Octomore wurde mit 131 ppm abgefüllt. Dann der Octomore 2 mit 140 ppm. Dann der Octomore 3 mit 152. Und beim Octomore 4 waren wir dann schon bei 167. Und beim Octomore 5.1 waren wir dann sogar auf 169 ppm, was weltweit einzigartig ist oder war. Keine Ahnung, ob es da noch eine mittlerweile höhere Abfüllung gibt. Auf jeden Fall war das zu der Zeit einzigartig. Nur als Vergleich, Lefroy ungefähr, sagt man immer, hat so um die 35 ppm und Artbeck so um die 40. Und die hatten dann einfach mal so 169. Ja, ist schon mal eine Hausnummer. Genau. Auf jeden Fall gibt es dann noch den Octomore 13.1 und 13.2, die übrigens die Gerste vom schottischen Festland beziehen. Bei dem Octomore 13.3 ist diese Gerste, die Concerto-Gerste, kommt dann direkt von dieser dort aus der Nähe von der Farm und wird nur ein paar Meilen Entfernung davon dort angebaut. Und ist also original von, ja, dort aus der Nähe, wo eben diese Octomore Farm ist, diese Octomore Lagerhallen, wie auch immer man das nennen will. Sure, genau, so viel dazu. Ist auf jeden Fall eine schöne Abfüllung. Der Punkt 1 und Punkt 2, das sind auch immer so dunkle Tubes mit dunklen Flaschen. Der Punkt 3, das sind dann diese Milchglas- oder grauen oder hellen Flaschen, wie man es nennen will. Übrigens sehr schön mit diesen bauchigen, langgezogenen Flaschen, die haben Wiedererkennungswert, gefällt mir persönlich sehr gut, sind auch sehr beliebt bei Sammlern und jedes Jahr limitiert. Tja, und jetzt kommen wir auch endlich zum Whisky. Das ist ein Single Malt Scotch Whisky, der ist nicht gefärbt, nicht gefiltert, der ist 5 Jahre alt, also eigentlich ein relativ junger Whisky, muss man dazu sagen. Hat 129,3 ppm, also knapp 130 und wurde abgefüllt mit 61,1%. Ist auch auf jeden Fall eine Hausnummer, also fast 130 ppm. Über 61, also 61,1% Alkohol, muss man erstmal so überhaupt eine Flasche bringen. 5 Jahre gereift, ja. Er durfte reifen in First Fill American Oak Fässern und in Second Fill European Oak Fässern, also in amerikanischen Eichenfässern erst befüllt und in europäischen Eichenfässern zweit befüllt. Und zuvor lag da Wein, deswegen auch meine Notizen heute so ein bisschen, also ich euch keinen Quatsch erzähle. Und zuvor lag in den Fässern Wein aus der Region Rivesaltais aus Frankreich, ich weiß, wieder definitiv falsch ausgesprochen haben, und Ribera del Duero aus Spanien, also französischer und spanischer Wein lag in den Fässern vorher. Tja, das alles mit einem schönen Single Malt gekoppelt, Rauch mit rein und in der Flasche kommt ein hoffentlich sehr guter Whisky. Tja, die sind auf jeden Fall sehr beliebt und tja, da würde ich sagen, habe ich jetzt hier erstmal alles soweit abgehandelt. Und wir schauen uns den Whisky an. Natürlich wurde hier mitgedacht bei dem Geburtstagsgeschenk. Ich werde diese Flasche jetzt nicht öffnen. Ich habe hier noch so ein Sample abgefüllt bekommen von diesem Whisky. Und ja, den werden wir jetzt mal probieren.
Ich bin schon sehr gespannt, wirklich sehr gespannt. Ist nicht mein erster Octomore, allerdings auch der zweite Octomore, den ich hier auf meinem Kanal vorstelle. Und schon jetzt habe ich eine unheimliche Rauchnote in der Nase. So, ich stelle mal diese Sampleflasche daneben. Übrigens, das Schöne ist hier, dass die Tube, so wie sich das anfühlt, wieder aus Metall ist. Also es wird ja momentan so ein bisschen gespart. Man hat ja eher so diese Papptubes oder solche lapprigen Papptubes, die, weiß ich nicht, so ein bisschen besseres Papier, also zumindest erinnern die mich manchmal dran. Diese Metalltubes waren früher mal recht weit verbreitet, hat man immer seltener und das ist noch schönes Metall. Tja, gut. Aber der Whisky, wie gesagt, nicht gefärbt, nicht gefiltert, 5 Jahre alt, First Fill American Eichenfässern, American Oak Fässer und Second Fill European Oak Fässer. Hat eine relativ helle Farbe. Bei der Farbe dürfte aber nicht allzu sehr auf mich vertrauen. Sage ich jedes Mal wieder mit dazu. Bei der Farbe halte ich mich ein bisschen zurück. Aber die ist auf jeden Fall relativ hell. Es ist halt doch nur ein 5-Jähriger und nicht gefärbt. Tja, jetzt schauen wir mal, was an der Nase zu bieten hat. Und der rauchigste Whisky der Welt, also diese Octomore-Abfüllung, was man hier hat, gar nicht so krass viel Rauch. Also hier ist Rauch da, hier ist eine ganze Menge Rauch da, aber es ist nicht so viel, wie man jetzt denken sollte. Es ist relativ, also für fast 130 ppm, relativ sanft. Ansonsten habe ich hier noch eine malzige Note, Meeresaromen. Die 61%, also wie gesagt, 61% ist auch schon mal eine Hausnummer, hat man jetzt doch nicht so häufig. Also es gibt viele Whiskys, die sehr stark abgefüllt werden, aber hat man doch nicht so häufig. Klickt man sich mal so durch die ganzen Whisky-Tastings oder geht man in den Whisky-Laden seines Vertrauens überwiegend weiter drunter. Und hier angenehme Meeresnoten, eine leichte Salzigkeit, auch eine Frische. So eine Zitrusnote, so eine Zitronennote. Irgendwas mit Gewürzen, vielleicht so Richtung Ingwer. Aber so Ingwer-Gebäck gibt es sowas. Sowas Keksartiges, wo aber so ein bisschen Ingwer mit da drin ist. Helle Früchte, ein grüner Apfel, eine unreife Birne. Oder vielleicht auch so ein Holzapfel. Zumindest vom Geruch her. Grüne Noten, also so eine leichte Grasnote. Eine Salzigkeit. So ein bisschen so Politur, so Möbelpolitur oder sowas. Also Schuhcreme, Möbelpolitur. Unheimlich angenehm in der Nase trotzdem. Die 61%, also man merkt sie definitiv in der Nase, aber die stören nicht. Die stechen nicht, die sind schön eingebunden, das ist ein angenehmer Alkohol. Da ist nichts, wo ich sage, ist unangenehm. Man merkt, da ist Kraft im Glas, aber eben kein Stechen, nichts Sprittiges, eine leichte Kühle, ja. Und jetzt kommt, also wenn man sich hier Zeit lässt, jetzt kommt noch so eine Holznote durch, so altes Holz. Als wenn man in so ein altes Holzhaus reinkommt, so ein Altbau, wo viele Holzbalken verbaut sind, noch so ein Holzfußboden mit so Holzdielen oder so Bohlen. Jetzt habe ich noch so was leicht Fruchtiges im Hintergrund. Vielleicht so eine Richtung, so Honigmelone. Also wirklich unheimlich angenehm, muss ich wirklich sagen. Gefällt mir sehr gut, sehr komplex für nur 5 Jahre. Und dieser Rauch, also man merkt, irgendwas versteckt sich da noch. Da ist Rauch drin, aber es ist nicht so krass. Ja, ich habe so das Gefühl, wenn man, je höher dieser Rauchgehalt kommt, dass dann irgendwo so ein Punkt erreicht ist, wo man das gar nicht mehr als noch rauchiger wahrnimmt, obwohl unheimlich viel Rauch drin ist. Oh ja, jetzt.
Jetzt kommt noch mehr Frucht durch. Also hier kann man sich wirklich Zeit lassen. Da kommt immer mehr Frucht durch. Apfel, jetzt habe ich keinen Holzapfel mehr, jetzt habe ich so einen schönen, grünen, saftigen, leicht säuerlichen Apfel. Also grünen Früchte. Also gefällt mir wirklich sehr gut. Oh ja, gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Würde ich sagen, probieren wir es auch mal. Ich werde mir hier allerdings ein paar Tropfen Wasser mit dazugeben, bei über 60%. Hab gesehen, einige machen das auch ohne zum Verkosten. Bei einigen 50% würde ich noch mitgehen, aber nicht bei über 60%. So. Okay, das sollte reichen. Ganz dezent, ganz wenig dazugegeben. Übrigens habe ich vorhin gar nicht gesagt, der wirkt auf jeden Fall auch leicht ölig, samtig. Und mit ein paar Tropfen Wasser geht er noch mal eine ganze Ecke weiter auf. Es kommt die Fruchtigkeit durch. Der Rauch geht jetzt auch ein bisschen weiter auf. Es wird jetzt maritimer und gleichzeitig habe ich jetzt noch so eine fruchtigere Note. Dieses holzähnliche, muffige geht jetzt weg. Die Politur kommt jetzt so, dieser Lack, diese Möbelpolitur, diese Schuhcreme kommt jetzt noch ein bisschen deutlicher durch. Das ist ein angenehmer Kontrast zu diesem Rauch, zu den maritimen Noten. Wirklich sehr angenehmer Kontrast. Das erinnert mich so ein bisschen an den Keller von meinem Opa. Der war von unten bis oben voll mit kleinen Schachteln und kleinen Regalen, alten Werkzeug, alten kleinen Fläschchen und Dosen und so ähnlich roch es dort auch mit. Also weckt sehr, sehr positive Kindheitserinnerungen noch. Großartig. Gefällt mir wirklich gut. Kann man nicht meckern. Jetzt kommt noch so eine leichte Lakritznote durch. Ja, genau, so ein bisschen Lakritz. Also hier kann man einiges entdecken und vor allem kann man hier auch so ein bisschen mit den Verdünnungen rumspielen. Natürlich ist es jetzt kein Whisky. Also man sollte sich jetzt vor Augen führen, dazu kommen am Ende, wie teuer da ist, den Preis, inwiefern man damit rumexperimentieren möchte. Aber man kann auf jeden Fall mal versuchen, vielleicht so bei dem einen oder anderen Dram mal einen Tropfen mehr, einen Tropfen weniger dazu zu geben und mal zu schauen, was dann passiert. Aber ich würde sagen, jetzt probieren wir endlich. Und tja, auf euch. Cheers. Ah, oh, großartig. Also ja, der Rauch. Eine ganze Menge Rauch. Nicht störend, das ist ein angenehmer Rauch. Das ist wirklich so ein ganz trockener Räucherrauch. Genau, so ein ganz trockener, ja, so ein Räucherrauch. Wenn man so Holzpellets oder Späne oder wie die immer heißen, nimmt, die frisch anzündet und dann anfängt mit Räuchern. Maritime Noten habe ich ja dabei. Eine Salzigkeit, so eine Meeressalzigkeit, eine Meeresbrise habe ich jetzt hier im Mund und auch in der Nase. Der Alkohol gibt mächtig Bums, ist aber wundervoll eingearbeitet, wundervoll, also der passt richtig gut dazu. Der ist auch nicht sprittig, nicht irgendwie störend oder kratzend oder sonst irgendwas, also der ist wunderbar. Jetzt habe ich auch so ein bisschen diese Lakritznote im Mund. Eine Orange, Zitrone, irgendwie sowas dazwischen, sowas Zitrusartiges. Also Malzgebäck und so Gebäck habe ich hier mit dabei. So wie diese Schuhcreme riecht, so diese schwarze alte Schuhcreme, also nicht alt, aber so diese klassische Schuhcreme, so wie die riecht, so schmeckt das auch ein bisschen mit dem Anklang. Wunderbar. Wirkt samtig, schwer, leicht ölig, aber nicht irgendwie so klebrig, pappig, süß, also nicht so sirupartig oder so, also nicht unangenehm. Der wirkt einfach nur so ein bisschen so zäh, samtig, subjektiv vom Mundgefühl her. Herrlich.
Eine Fruchtigkeit habe ich hier dabei. Vom Abgang ist er jetzt gar nicht so lang, wie ich gedacht hätte. Ja, so ein bisschen mittellang. Da kommt jetzt noch so ein bisschen so Gewürz durch. Also da habe ich jetzt so Würzgebäck, so Weihnachtsgebäck habe ich jetzt mit dabei. Eine leichte Eichennote habe ich dabei. So eine ganz, ganz dunkle, aber wirklich dezent, so eine ganz dunkle, so Gewürzwein oder so Portwein, sowas. Irgendwas schwingt da noch so mit. Großartig. Ah. Jetzt habe ich auch noch so eine leichte Würzigkeit, so Richtung Muskatnuss, Zimt, Nelken, irgendwie so eine Mischung aus allem. Was würde man da so ein Mixgewürz so draus machen? So eine leichte Alge schwimmt jetzt noch mit. Eine Jodnote habe ich hier. Und im Hinten, also ganz hinten raus, noch so ein bisschen so Asche. Nicht ganz so dreckig nach Aschenbecher, aber so eine leichte Aschenote habe ich jetzt dabei. Asche. In der Nase kommt jetzt nochmal so vom Mundraum her nochmal so eine leichte Teernote mit dazu. Aber überwiegend wirklich nach so einem süß-maritim. Also ich würde sagen, angenehm rauchig, aber süß-maritim im Geschmack. Fruchtig, süß-maritim, um es jetzt in drei Worte zu fassen. Großartig, gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Herrlich, also schon der erste Oktober hat mich begeistert. Ich persönlich mag sowieso Pruch Lady wirklich gerne. Auch die anderen Abfüllungen unter dem Namen Pruch Lady, dann auch diese Port Charlotte Abfüllung mit knapp, ich glaube so 40 ppm hatte ich gesagt. Großartig, also von der war ich richtig hart begeistert. Die ist süffig, die ist auch so samtig. Also die wissen, was man macht. Die nehmen regionale Produkte, wie gesagt, bei dem 13.3, den man hier hat, kommt diese Concerto-Gerste aus der Nähe von dieser Octomore Farm, wo der auch lagert, ins Spiel. Also die wird dafür verwendet. Also großartig, auch vom Konzept, muss ich sagen. Und auch das Ganze ringsrum. Das ergibt halt alles für mich persönlich immer so ein Gesamtbild. Finde ich klasse eben, dass sie diese alte Brennerei, die es nicht mehr gibt, wieder dort nutzen. Dann eben diese Gerste auch aus der Nähe nehmen. Dann auch diese Flaschenform, die ja mittlerweile, man könnte fast schon sagen, ikonisch. Ist jetzt ein bisschen übertrieben vielleicht, aber Octomore ist eigentlich so gut wie jedem ein Begriff, der irgendwo Whisky trinkt und Whisky mag. Ist auch eine schöne Flaschenform. Also die ist nicht so altbacken, die ist aber jetzt auch nicht so zu modern neu. Ist auch schön gemacht mit diesem Milchglas und mit diesem Druck. Also das ist jetzt kein Etikett im klassischen Sinne, das ist irgendwie direkt auf die Flasche gedruckt. Da kenne ich mich jetzt aber nicht gut genug aus. Und auch so im Querformat, alles so aufgedruckt. Und tja, finde ich auch ganz schön. Ah, hier stehen auch nochmal die Fasstypen, das Alter, also alles, was man wissen muss, steht hier auch nochmal drauf. Finde ich wirklich klasse, auch die Tube. Klassisch, dezent, trotzdem modern, aber nicht übertrieben. So, wo liegen wir hier aber preislich? Wo liegen die Octomores überhaupt preislich? Tja, der 13.3, also diese Flasche, liegt, wenn wir jetzt mal aufs Ganze runden, bei 200 Euro. Also die meisten Angebote liegen so zwischen in den 190er Euronen. Also so 195 Euro habe ich gesehen, 198, 199, 99. Also so in der Drehe. Es gibt natürlich noch so ein paar Pfennige, günstigere Angebote, teurer natürlich auch. Allerdings, ja, ich sage jetzt mal 200 Euro ist eine ganze Menge Geld. Na, ich meine, für Whisky kann man auch Tausende und Hunderttausende auf den Tisch legen, aber für den Durchschnitts-Whisky-Trinker und Genießer sind 200 Euro schon eine Hausnummer. Deswegen habe ich mich auch sehr darüber gefreut. Die bleibt doch erstmal zu. Die will ich einfach nicht aufmachen. Ich habe hier ein ordentliches Sample, wo ein bisschen was drin ist. Da kann man sich schmecken lassen. Die bleibt erstmal zu. Und die 200 Euro Preis-Leistung, würde ich sagen, passen hier trotzdem. Na, jeder muss für sich selber entscheiden, wie viel Geld möchte ich für meinen Whisky ausgeben, wie viel Geld möchte ich überhaupt in dieses Hobby, in diese Leidenschaft investieren. Ist es mir das wert? Und natürlich, ist es finanziell überhaupt bei jedem Einzelnen drin? Das sind ganz persönliche Faktoren, die da reinspielen.
rein vom Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich es auf jeden Fall gut für mich. Warum? Einfach, weil es ein sehr, sehr guter Whisky ist. Das ist ein Fünfjähriger, der unheimlich viel zu bieten hat. Man sieht hier, was ein Fünfjähriger überhaupt alles kann. Ja, der ist qualitativ gut gemacht. Da ist auch was Gutes drin. Da ist Handwerk mit dabei, da ist eine Geschichte auch drumherum. Natürlich macht eine Geschichte den Whisky nicht automatisch besser. Wenn man allerdings so viel Geld auf den Tisch legt, finde ich persönlich, spielt es schon eine Rolle, was der von der Ausstattung auch ringsherum mitbringt. Ne? Ich finde das schön mit dieser Octomore-Brennerei, dass das hier das Konzept aufgegriffen wurde, dass die gesagt haben, okay, wir gehen wieder an diesen Ort von damals, unter dem Namen von damals bringen wir jetzt halt so einen tollen Whisky raus. Die Flasche passt, wie gesagt, da ist nichts übertrieben und erzwungen, so von wegen, wir brauchen jetzt zwar super Tolles und müssen jetzt hier irgendwie drei Ausnahmedesigner an irgendeine Flasche und ein Etikett setzen, was so krass verschoben aussieht, dass man es gar nicht mehr als Flasche deuten kann. Es sieht einfach nur klassisch, schlicht und dennoch auffällig aus. Es ist einfach nur ein wertiges Gefühl in der Nase, im Mund, im Auge. So, da passt für mich einfach alles zusammen. Qualität hat seinen Preis. Und wenn man sich sowas zulegt, finde ich, kann man sich es auch erstmal ins Regal stellen. Oder man macht es eben auf, je nachdem, jeder wie er will. Oder man besorgt sich halt so ein Sample. In meinem Whiskyladen des Vertrauens kann man sich von fast allen Whiskys, die da haben, auch Samples abfüllen lassen. Ist eine coole Sache. Probiert es einfach, nehmt sonst einfach, wenn ihr euch nicht sicher seid, mal das Geld in die Hand und besorgt euch einfach mal so ein Sample. Hat von mir definitiv eine Empfehlung. Zwei Daumen nach oben. Und dazu kommt, die Dinger, die sind auch immer limitiert. Da gibt es jedes Jahr neue Abfüllungen. Wie gesagt, dieses Jahr den 13.1, den 13.2 und den 13.3. Wie hoch diese Limitierungen sind, weiß man nicht genau. Das wird nicht bekannt gegeben. Es gab wohl mal eine Abfüllung, da war das so. Hier ist es nicht so. Und ja, es kommen halt regelmäßig neue raus. Die sind aber dennoch relativ gut verfügbar. Also es ist jetzt nicht so limitiert, dass man gleich am Stichtag losrennen muss, um dann nur mit Glück vielleicht noch eine Flasche abzustauben. Also man kriegt die trotzdem noch, auch den kriegt man noch. Es ist jetzt nicht so, dass da eine extreme Verknappung herrscht. Ja, allgemein, wie gesagt, von mir gibt es eine Empfehlung. Ich mag Octomore sehr gerne. Da muss ich auf der Welle mitschwimmen. Octomore hat ja schon so einen einschlägigen Ruf allgemein. Und ja, da kann ich auch einfach nur sagen, ich mache da mit, ich stimme damit ein. Der ist top. Und ja, dabei will ich es auch schon belassen. Was findet ihr? Wie findet ihr Octomore? Könnt ihr dazu irgendwas sagen zu dem 13.3? Habt ihr vielleicht den 13.1 oder 13.2 schon im Glas gehabt? Die kenne ich persönlich nicht. Einfach, weil ich auch bis zu meinem Geburtstag nicht wusste, welchen Octomore ich bekomme, beziehungsweise was ich überhaupt bekomme. Ich hatte so eine leichte Ahnung. Es wird Whisky, es wird guter Whisky. Ich habe da so ein paar Hinweise bekommen. Wusste kurz davor auch, dass es ein Octomore war, wusste aber nicht, welcher Octomore das war. Ist der jetzt in diesem Jahr schon besorgt worden oder schon vor Monaten? Oder ich hatte keine Ahnung und habe deshalb auch seit meinem letzten Tasting-Video auch keine weiteren Octomores irgendwie verkostet oder mir selber gekauft und habe mich hier wirklich riesig gefreut. Tja, also wie gesagt, wenn ihr den kennt, wenn ihr die anderen Octomores kennt, schreibt mir es gerne in die Kommentare. Was haltet ihr allgemein von Octomore oder wie Bruichladdich das so handhabt mit diesen Abfüllungen Bruichladdich, Port Charlotte, Octomore? Ja, ich freue mich immer, wenn ihr mir ein paar Zeilen schreibt. Ich versuche auch immer zeitnah zu antworten, manchmal mit ein, zwei Tagen Verzögerung. Asche auf mein Haupt. Ansonsten lasse ich mir den jetzt noch schmecken. Den Rest in dem Tasting-Fläschchen, in dem Sample-Fläschchen lasse ich mir später noch irgendwann in einer ruhigen Minute schmecken. Und ja, das Glas, den letzten Schluck, gönne ich mir jetzt in Ruhe. Ich freue mich, dass ihr wieder reingeschaut habt. Ich hoffe, dass ihr auch nächste Woche wieder reinschaut. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, lasst mir gerne ein Abo da. Ich freue mich über jeden einzelnen von euch, auch über jeden Daumen nach oben und wie schon dreimal erwähnt, auch über jeden Kommentar. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und bis dahin, passt auf euch auf und schmecken lassen. Cheers.